Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Mission Millionär, wo es um Geld verdienen, aber auch Geld investieren geht. Denn das eine macht ohne dem anderen nur sehr wenig Sinn. Na, wenn du kein Geld verdienst, kannst du auch keins investieren. Wenn du aber Geld verdienst und ständig nur mehr ausgibst, als du verdienst, dann hast du letztendlich unterm Strich auch ein Minus. Und nicht richtig weißt, wie man eben auch investiert. Tja, und ich habe nämlich letztens mich wieder mal mit ein paar alten Jungs vom Stammtisch oder von einem meiner Stammtische getroffen. Und in Obermenzing, das ist hier im Speckgürtel von München. Long story short, da bin ich auf einen alten Kollegen getroffen. Und ich kannte ihn noch von damals und ich wusste, dass der immer irgendwas rumzockt mit binären Optionen. Also gleich mal vorweg, mit Optionen kenne ich mich überhaupt gar nicht aus. Ne? Also wenn ihr irgendwas über Optionen wissen wollt, dann geht meinetwegen auf den Kanal von Jens Rade oder sowas. Das sind so Optionsspezialisten. Optionen ist eines der Themen, wo ich mich null auskenne. Ich habe mich mal mit Optionsscheinen versucht und dort sehr, sehr moderat gemäß Dr. Profe mit geringem Hebel mal ein bisschen rumexperimentiert, um dort Erfahrungen zu sammeln. Und selbst da kann man relativ schnell aufs Maul fallen. Und muss erstmal eine Lernkurve hinlegen, ja, wie bei allem, und Lehrgeld bezahlen, ja, mehr oder weniger. Und da habe ich eben keinen Bock darauf. Ja. Also das heißt, irgendwann ist dann auch mal Schluss mit neuen Sachen ausprobieren und testen. Und dann mache ich einfach nur die Dinge, die einfach am besten funktionieren. Und bin damit auch zufrieden und mache damit auch zweistellige Gewinnrenditen im Jahr, wenn es gut läuft. Also, ja, dann kommt eben der Typ auf mich zu. Ich halte das Ganze immer anonym, weil es ist einfach fair, ne? Wenn ich sozusagen von ehemaligen Kollegen oder Freunden aus der Kindheit oder irgendwas erzähle, ne? Das finde ich einfach fair, dass man das anonym hält, aber ja, kommt auf mich zu und er. Und er sagt so zu mir: Hey du, jetzt ist die Weihnachtszeit, ich habe gerade 1000 Euro übrig, ja, und ich brauche unbedingt 2000 Euro. Ich habe dich irgendwie ist auf eine meiner Videos gestoßen, frag mich nicht über Facebook, über ein paar Umwege sind wir dann noch verknüpft und dann ist er irgendwie auf ein Video von mir gestoßen, na, so berühmt ist mein Kanal ja nicht, aber. Und hat er eben gesehen, dass ich in letzter Zeit ziemlich viele Videos gemacht habe und dass es auch bei mir relativ gut gelaufen ist und dann kommen meistens die Leute von automatisch auf einen zu, besonders die, die einen eh schon kennen und sagen, hey Thomas, hey, ich habe dir gesehen, so und so, du machst das und das, ja, da kennst du dich wirklich gut aus oder was und hey, gib mir mal einen Tipp und dies und das und jenes. Ne? Wer will nicht mehr Geld? Ne? Und er so, 1000 Euro, wie kann ich daraus 2000 Euro machen? Und am besten innerhalb der nächsten 2, 3 Wochen, denn ich will davon noch Weihnachtsgeschenke kaufen. Und der ist geschieden, muss ich gleich dazu sagen, und der hat jetzt eine neue Partnerin gefunden und will dir halt imponieren, ja. Und hat halt wirklich eine schlechte Zeit hinter sich bezüglich Scheidung, aber ich denke mal, da können immer zwei Parteien dazu, ja. Die Tatsache, dass er letztendlich viele seiner Monatsgehälter in den letzten Jahren über binäre Optionen verzockt hat, ne, war natürlich auch nicht sehr unterstützend dahingehend, dass er dann teilweise nicht mal die Alimente zahlen konnte für sein Kind, ja. Und entsprechend auch nicht mehr die Rechte hatte, eben sein Kind regelmäßig zu sehen und so weiter und so weiter. Also diese typischen, wirklich krassen, ja, wenn man eben nicht im Guten auseinandergeht, Probleme. Aber mal so viel dazu. Warum erzähle ich das alles? Weil alles miteinander zusammenhängt im Leben, ja. Erfüllte Partnerschaft, erfülltes Liebesleben, also Erfüllung überhaupt, ja. Deswegen heißt mein Kanal jetzt auch Mission Millionär, ja. Satisfaction. Ja, Erfüllung, sozusagen übersetzt auf Deutsch. Und da gehört eben der ganze Beziehungskram dazu. Das eine geht mit dem anderen, kann man nicht trennen. Ja, du kannst nicht irgendwie der Superspezialist sein in Mathematik und Rendite machen, ja, dass es dir zu den Ohren wieder rauskommt. Das wird dich unterm Strich nicht glücklich machen oder Erfüllung geben oder in keinster Weise vielleicht glücklich machen. Wenn du in anderen Bereichen deines Lebens eben, wenn da gar nichts läuft, ja, und ich packe mich da selber an der Nase natürlich auch, ja, das ist ja ganz klar. Also, long story short, ich wollte es eigentlich viel kürzer machen. Da kommt mein Typ her, kommt mein alter Kumpel halt her oder Kollege, ja, so richtig Kumpel, Bekannter. Und er so, ja, 1000 Euro, will 1000, 2000 Euro draus machen. Und ich so,
Jetzt hätte ich beinahe seinen Namen genannt, okay. Also ich so, hey, ich nenne ihn jetzt mal Money. Ja, Money heißt er nicht, aber damit ich nicht aus Versehen seinen Namen ausspreche, wäre jetzt nicht gerecht nach all dem, was ich gerade erzählt habe. Ich so, hey Money, das ist ganz einfach. Ich habe die super Strategie für dich. Du gibst mir die 1000 Euro in die Hand. Ich gehe daraufhin ins Casino, direkt zum großen Spiel, ja, zum Roulette-Tisch. Und dann, weißt du, was ich dann mache? Dann sagt er, ja, was? Ich persönlich mache dann nichts, sondern ich suche mir die älteste Dame im Raum aus. Und da steht meistens so eine 80-Jährige, steht meistens auch im Casino rum. Ne? Ich habe mich da leider auch mal eine Zeit lang rumgetrieben, was nicht sehr optimal war, aber das vielleicht mal irgendwann zum späteren Zeitpunkt mehr. Die Zeit ist Gott sei Dank lange vorbei. Wenn man jung und dumm ist, was macht man nicht alles? Und ich suche mir dann die älteste Frau im Raum aus. Der drücke ich die 1000 Euro in der Hand, ja, und die darf sich dann eine Farbe aussuchen und dann sind deine 1000 Euro wieder 2000 wert, so wie du es gerne hättest, oder eben nicht, ja. Und dann hat er irgendwann auch relativ schnell dann doch gemerkt, dass ich ihn ein bisschen verarsche. Und was ich damit sagen wollte, was ich damit dem Money, ich nenne ihn mal Money, ja, mitteilen wollte als Message und wirklich deutliche Message, ja, so funktioniert es nicht, ja. Wenn das so funktionieren würde, wenn du einfach mal einen Tipp raushauen könntest, wo du sagst, hey, auch noch zeitlich begrenzt, ja, und auch noch kurzfristig, ja, also 1000 Euro, gib mir mal eine Strategie, 1000 Euro, ja, irgendeine Aktie oder was, ja, und in 3 Wochen brauche ich das Geld, weil da ist gerade Weihnachtsgeschenkekaufzeit und da hätte ich gern 2000 wieder, gerade recht kommen, ja, also könnte ich echt wirklich gut gebrauchen, Thomas, ja, also ehrlich, ja, also ganz ehrlich könnte ich echt gut gebrauchen, ja, also das meine ich wirklich ehrlich, also du kannst da bei mir ruhig eine Ausnahme machen, wenn du einen guten Tipp hast, ne, ich erzähle es auch niemandem weiter, ja, so ungefähr ist er halt auf mich zugekommen und ich sage mir, ja, ich habe ihn dann auch umarmt und gedrückt und habe auf ein halbe Bier eingeladen und das ist alles gut und ein Wiedersehen, wenn man sich länger nicht wiedergesehen hat und so weiter. Wir sind alles Menschen und das ist das Zwischenmenschliche, sozusagen das, was wir über die ganze Digitalisierung ja uns langsam ein bisschen abbeziehen, zwangsläufig, was aber, wo man aber sehr stark pflegen sollte, meiner Meinung nach. Ja, also um die lange Geschichte kurz zu fassen, wenn du mit so einer Attitüde, mit so einer Einstellung, mit so einem Mindset einfach rangehst ans Geld investieren oder Geld verdienen oder was auch immer, dann erhöht sich halt die Wahrscheinlichkeit massiv, dass es in die Hose geht. Natürlich kannst du immer mal Glückstreffer haben, ja. Manche kommentieren mir auch unter meinen Videos, hey, du hast doch gar keinen Mehrwert hier, du erzählst uns nur, dass du irgendwie mal Glück gehabt mit der Disney-Aktie und so weiter. Nee, da habe ich mir monatelang und jahrelang drüber Gedanken gemacht, ja. Hab gelesen, ja, hab mir mit angeschaut, wie viel Umsatz die machen, mit wie vielen Firmen, was gibt es eigentlich überhaupt an Konkurrenz, ja, welche Firmen haben die aufgekauft in letzter Zeit, warum haben sie die aufgekauft, ja, wie steht es mit der Digitalisierung, wie steht es mit den Distributionswegen, ja, und so weiter und so weiter, ne? Also das sind Gedanken, das sind Analysen, die habe ich über 1, 2, 3 Jahre hinweg gemacht, ja. Und wenn dann meine Position halt 50% im Plus ist oder was, dann kommt es nicht einfach nur, ich habe mir mal übers Wochenende kurz Gedanken gemacht, das wäre eine coole Aktie, die kaufe ich, ne? Und 3 Wochen später ist sie halt zufällig 50% mehr, ja? Also, das ist der Unterschied zwischen Zocken und einfach Glücksspiel, ja, an der Börse und ein bisschen sinnhaftes, nachhaltiges und seriöses Investieren, ja, das ist natürlich ein Unterschied. Und jetzt möchte ich einfach ganz kurz mal hier die DEGIRO, die haben jetzt hier irgendwie eine neue Plattform seit 2 Tagen, da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen, den Graphen hier eigentlich gezeigt von, sollte eigentlich Facebook sein. Und da wollte ich euch was zeigen, aber das ist alles anders, wie es noch vor 3 Tagen war und von daher muss ich mich da selbst erstmal irgendwie da kann man jetzt Linien einzeichnen und allen möglichen Kram machen. Da muss ich mich erstmal einarbeiten. Das geht jetzt nicht so ad hoc. Ich wollte euch einfach nur zeigen, dass wir hier, wie gesagt, es ist völlig neu, diese Maske und man kann tatsächlich eine Linie einzeichnen.
Ich habe denen mal geschrieben, dass man das verbessern könnte und die haben das tatsächlich gemacht oder was bei DEGIRO, aber ich denke mal nicht nur wegen mir. Naja, also da müsste ich mich erstmal einarbeiten, wie das funktioniert. Ich wollte einfach nur sagen, dass wir hier einfach bei 200, na, jetzt sind wir ein bisschen runter, aber das macht ja nichts. Letztendlich am Allzeithoch ankratzen bei der Disney-Aktie. Wir sind hier 3 Jahre, ja, 5 Jahre, na, das ist Allzeithoch bei 2005, bei 215 Dollar oder Euro oder was das ist. Und ich verwechsel das immer. Ist ja auch Schnuppe. Also kurz zusammengefasst. Warum habe ich dir die Facebook-Aktie rausgeholt? Ne? Also wenn du 1000 Euro übrig hast, ja, also wirklich übrig, dann ist die Facebook-Aktie eine der Aktien, wo ich sagen würde, da gibt es eventuell was zu holen. Und was hat sich jetzt letztendlich stark geändert, sagen wir mal in den letzten Monaten im Vergleich zu all diesen Jahren davor? Also Facebook war lange Zeit eine Social-Media-Plattform. Dann hat sie sich sehr schnell gemausert zur Social Media Plattform Nummer 1, hat aber lange gebraucht, viele Jahre, bis sie eigentlich überhaupt einen Weg gefunden haben, sich zu monetarisieren. Ja, vielleicht viele von euch wissen das gar nicht, die jetzt jünger sind. Viele, viele Jahre hat Facebook überhaupt kein Geld verdient. Die hatten überhaupt gar kein Modell wirklich, wie sie Geld verdienen. Ja? Und dann kamen plötzlich die Ads, die bezahlten Ads und so weiter, und seitdem verdienen die richtig fett. Du hast jetzt teilweise, weil ich damit arbeite, weißt du, ich suche mir mal Aktien aus, mit dessen Produkte ich im Idealfall auch zu tun habe, ja, beruflich oder, weil da kann ich die Aktie viel besser einschätzen, ja. Und was du zum Beispiel, wo du noch vor 2, 3 Jahren in Facebook für 1 Euro eine super Ad schalten konntest, ja, hast Traffic gezogen für 1 Euro am Tag, hast du momentan teilweise für bestimmte Themen, gibt Facebook vor, Minimum-Budget 5 Euro am Tag. Ja, 1 Euro am Tag geht schon gar nicht mehr. Das heißt, das hat sich verfünffacht innerhalb von ein, 2 Jahren, das Minimum-Ad-Budget für verschiedene Themen, Keywords und so weiter. Ich will da nicht zu tief rein, wenn du in dem Thema Online-Marketing und so weiter nicht drin bist. Ne? Dann sagt das nicht viel. Ich kann dir nur so viel sagen, dass halt quasi nicht nur die Masse an Leute jetzt quasi da Geld reinpfeffert, so also ähnlich wie bei Google, ja. Und wir sehen ja die Preise zwischen Google, ja, und Facebook. Das ist ein Verhältnis von 1 zu 9, ja. Und long story short. Was jetzt noch zusätzlich ist, natürlich dazu kommt, war das Thema mit dem, ja, über Facebook bezahlen. Ja, das ist ein richtig heißes Thema, ja. Was auch Kursschwankungen wahrscheinlich mit sich bringen wird, denn da gibt es auch ein Hü, ein Hot und dann sind wir die Banken dagegen und die Regularien und genauso wie bei dem Thema Datenschutz und all diese Geschichten. Deswegen immer nur mit kleinem Geld, immer nur mit Geld, das du nicht brauchst, wenn es mal drinnen hängt irgendwie, wenn das Ding aus irgendwelchen Gründen wieder abstürzt um 50% und dann hängst du drin mit der Position, dann solltest du eben nicht verkaufen. Also eine Facebook nicht. Ja, das ist eine von den Aktien, die ich mit Verlust nicht verkaufen würde, sondern ich würde ja nochmal irgendwo 500 Euro da zusammenkratzen und nochmal nachkaufen. Also, eine Facebook ist eine interessante Aktie, ja, für mittelfristige Sachen und auch längerfristige Sachen, auch jetzt besonders mit dem neuen Bezahlungssystem und andere Dinge, wo die jetzt noch mit reingehen. Ich mache dann vielleicht mal ein längeres Video, zum Beispiel bin ich wieder bei 13 Minuten, weil ich habe auch so viel gelabert mit dem Freund und mit dem Stammtisch und so weiter. Aber letztendlich, kurz und knackig, wenn du 1000 Euro aus 1000 Euro 2000 machen willst, na, dann bring Zeit mit. Ja? Begrenzt es nicht auf 3 Wochen, begrenzt es nicht auf 2 Monate. Das ist völliger Schwachsinn. Ja? Als hier die Facebook hier bei 169 war oder so, habe ich sie mal gekauft gehabt. Ja? Und dann habe ich sie mit 200 verkauft. Ja? Und hier, da glaube ich, ungefähr das Ähnliche gemacht. Na? Ich hatte nur ein paar tausend Euro, weil genau das ist der Punkt. Ja? Geld, das ich nicht brauche, Geld, das mir nicht wehtut, ja, weil das hat jetzt halt nicht so lange gedauert, bis es jetzt rauf war auf 200, aber das hätte auch noch ein Jahr länger dauern können, das hätte auch noch weiter runtergehen können, es hätte alles Mögliche passieren können, ja, extremst volatil, dieses Papier, weil eben jung, frische Themen dabei sind, ja, die gerne von bestehenden Märkten oder Marktplatzhirschen und so weiter attackiert werden, wir sehen das gleiche bei Wirecard, ja. All diese, das sind hochinteressante volatile Aktien, wo du
Gewinn machen kannst, und zwar, ich rede hier nicht nur vom Gewinn von 3-5% im Jahr, so im Durchschnitt, ja, sondern eben viel mehr, aber da eben entsprechend mit anderen Beträgen reingehen und nicht mit fixierten Time Horizons, ja, also, dass du dir denkst, hey, das muss jetzt in 3 Wochen das und das passieren und all diese Sachen, das sind die gröbsten Fehler, die du überhaupt machen kannst, weil dann hast du schon so einen zeitlichen Anker in deinem Kopf gesetzt und dann hast du keinen Bock mehr, dann verlierst du die Lust und sagst du, ja, jetzt hau ich das Ding raus, so wie ich den Fehler gemacht habe bei Krypto Anfang des Jahres, ne? Weil ich einfach mit zu viel drin war. Hat andere Geschichten, andere. Ich bin rein, obwohl ich mich mit dem Ding gar nicht auskannte zu dem Zeitpunkt und so weiter. Viele andere Gründe, aber Fehler gemacht gehabt, ja. Aber das ist eben das, dass du nie zu dem Punkt kommst, dass du sagst, ach scheiße, ja. Jetzt ziehe ich lieber die 500 Euro raus, bevor ich die auch noch verliere oder sowas. Ja? Obwohl, nochmal, ja, Facebook ist keinster Weise mit Bitcoin zu vergleichen. Ja, also nochmal hier der Disclaimer dafür. Aber ich habe am Anfang ja schon den Disclaimer gegeben und in meinem Impressum steht der Disclaimer und so weiter. Überall 10.000 Disclaimer, ja. Und alles gut soweit. Ne? Und Datenschutz auch konform und ja, super, I'm the hero. Und ja, das soll es gewesen sein. Wollte ich einfach mal raushauen, ja, also mit 1.000 Euro aus 1.000 Euro 2.000 machen, ist durchaus möglich, ja. Ja, ich habe es, also, oder ungefähr, ja. Ich habe es mir selbst bewiesen, dass es funktioniert. Das war jetzt hier ein Timeframe von 2018, 2019, ja, 6 Monaten, ja. Bei Tesla war es ganz ähnlich, ja. Da waren sie auch ungefähr 53% oder irgendwas da. Weil ich bin in ein Häppchen reingegangen, ja, und sozusagen, ja, das soll es eigentlich gewesen sein für dieses Video. Ich habe jetzt viel gelabert und muss auch weiter. Bis zum nächsten Mal. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, wenn ihr Bock auf irgendeine ganz besondere Aktie habt oder sowas, dass wir diskutieren oder ich ein Video darüber mache oder ähnliches, dann haut mir das bitte in die Kommentare rein. Ich werde mir Mühe geben und vielleicht weiß einer, der schon ein bisschen älter ist, mehr wie jemand, der noch vielleicht ein bisschen jünger ist oder seit 5 Jahren mit binären Optionen rumzockt, so wie mein Money, ja, vielleicht dem konnte ich auch ein bisschen Tipp geben, hoffentlich, ne? Aber manche kann man dann auch nicht mehr verbessern, ne? die Macht der Gewohnheit, ne? Der wird vielleicht in 5 Jahren immer noch seine kleinen Gehälter verzocken mit binären Optionen. Vielleicht wird er sich auch nie bessern. Ich hoffe es zumindest. Und damit möchte ich mich gerne verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.